So, und wieder herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Heute mit der Türchen Nummer 15. Ihr seht schon an der Uhrzeit, ich hoffe, dass der ein oder andere noch vom Tool Gebrauch machen kann. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Tool, wie ich finde. Und zwar ist das Ganze von CBNet oder ZapNet, und zwar der Mail Self Basic. Ein Tool, mit dem ihr eure E-Mails archivieren könnt von Outlook, CMarkey, Windows Live und so weiter und so fort. Und es unterstützt natürlich IMAP 4 und POP 3 als Version. So sieht die Software aus, aber viel wichtiger ist natürlich, wie teuer ist die Software. Ne? Ist auch immer so eine oft gestellte Frage, denke ich mal, von euch da draußen, auch wenn ihr sie nicht stellt. Übrigens würde ich mich gerne auch über Anregungen natürlich in den Kommentaren freuen, was ihr so zum Adventskalender sagt, wie ihr ihn bis jetzt findet und ob ihr da vielleicht noch Verbesserungen habt, vielleicht für nächstes Jahr. Dann aktuell kostet das Ganze hier 20 Euro. Könnte man natürlich sich jetzt kaufen hier. Da hätte man Support und eine, ja, ein Jahr lang kostenlose Updates inklusive. So sieht die Software hier aus. Wir haben hier Computername, Notebook 1 natürlich, dann Betriebssystem, mein paar Windows 10 in der Home-Version. Cool wäre noch, wenn er hier die Bildnummer bzw. die Betriebssystem-Versionsnummer mitgeben würde. Also habe ich 17.09, was aktuell das aktuellste Windows 10 ist, oder habe ich noch 15.11 oder so weiter. Also das wäre vielleicht noch cool. Prozessor habe ich natürlich hier in i7, RAM habe ich 32 GB Arbeitsspeicher. Dann, ja, da würde ich sagen, richten wir erstmal unter dem Punkt Profil ein neues Profil ein. Wir haben hier E-Mail-Server, IMAP und POP3, wo wir auswählen können. Dann haben wir E-Mail-Programme eben. Unterstützt werden Outlook, Windows Mail, Live, dann Windows Live Mail, dann Thunderbird, CMarkey und Postbox. Ihr könnt mir auch eure Sachen in die Kommentare schnubbeln, was euch oder wo ihr jetzt noch sagt, ja, das könnte noch dabei sein. Ich habe Thunderbird natürlich. Wir haben hier ein Default-Profil natürlich schon, also er erkennt es quasi auch. Wir haben hier natürlich noch einen Punkt E-Mail-Ordner, wo wir auch sagen können, gut, wollen wir alle Ordner archivieren oder nur bestimmte archivieren, und beim Filter genau das gleiche. Beziehungsweise wollen wir die gelesenen E-Mails nicht mit archivieren oder wollen wir sie mit? Ich persönlich sage gern alles. Dann haben wir einen Profilnamen. Ich persönlich sage gern das Ganze mit 2018. Ja, okay. Und jetzt muss er das Ganze noch einlesen. So, jetzt können wir natürlich Doppelklick drauf machen oder Rechtsklick ausführen. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, genau jetzt sagt er uns nämlich hier, dass das Ganze wird erstmal ermittelt, beziehungsweise jetzt sucht er erstmal die ganzen Dateien, die ganzen E-Mails raus. Was er sehr zuverlässig macht, wir lassen ihn aber hier erstmal arbeiten und gehen mal auf die anderen Sachen ein. So, bei Punkt Archiv hätten wir hier nun unser Archiv, und wenn wir hier E-Mails hätten, würde er uns die hier anzeigen. Wir hätten hier auch eine Suche, wo wir verschiedene Sachen eingeben können und auch natürlich suchen können. Und natürlich nach verschiedenen Ordnern, Nachrichten und so weiter, was ich wirklich doch sehr, sehr cool finde. Und es macht auch sehr, sehr großen Spaß, das auf jeden Fall auch mitzubenutzen und auch sie anzuschauen. Finde ich wirklich eine coole Sache. Beim Verlauf haben wir hier nur natürlich auch verschiedene Sachen, was wir gemacht haben. Wo wir auch eben nach beliebigen Daten, nach benutzerdefinierten Daten eben auch sortieren können. Dann beim Punkt Einstellungen haben wir eben hier die Anwendungseinstellungen, wo wir verschiedene Sachen einstellen können, genauso wie administrative Einstellungen, Archiveinstellungen, Datenschutz und Sicherheit, auch sehr, sehr interessanter und wichtiger Punkt auch, und sicher und wiederherstellen, wo wir eben das Ganze noch sichern können. Empfehle ich grundsätzlich immer, wir können auch das Ganze mit einem Passwort sichern, wir können es aber auch genauso wiederherstellen und eben dann ins Kennwort eingehen, wenn wir dem Tool ein Kennwort mitgegeben haben. Hier sehen wir übrigens, wie lange es geht. In meinem letzten Durchlauf ging das etwa summa summarum 7 bis 8 Minuten. Das kann sich halt schon ein klein wenig hinziehen. Dann haben wir hier die Startseite nochmal. Haben wir eben im Verlauf Suche, Einstellungen, Profile, habe ich glaube ich alles schon gezeigt. An und für sich finde ich das Tool ganz gut, es macht seinen Job, es ist zuverlässig, es läuft stabil, es ist mir noch nie abgestürzt. Und wenn wir uns mal die Version jetzt nochmal angucken wollen von dem Tool, das ist ja auch denke ich mal für einen oder anderen interessant sein könnte, wir haben nämlich hier die Version 1.0.1.3, hier den Schlüssel. Den kann ich euch zeigen, weil der ist ja eh ungültig jetzt, von daher ja, kann man damit auch nicht viel anstellen mehr. Zumindest sollte man damit nicht mehr viel anstellen können. Auf jeden Fall ja, bin ich mal gespannt, was eure Meinung so zu diesem Tool ist, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder.
So, nachdem wir jetzt mit dem Archivieren fertig ist, klicken wir auf Archiv, haben wir neben hier IMAP bzw. unsere Local Folder. Wir haben hier eine Suche, wo wir hier zum Beispiel nach Gamescom oder nach verschiedenen anderen Sachen suchen können. Könnt ihr natürlich machen, irgendwas eingeben zum Beispiel und dann auf Suchen drücken. Er wird hier natürlich nichts finden, wie auch, es kam auch keine E-Mail diesbezüglich. Wir können aber auch die Suchergebnisse einfach löschen. Und in der Verlauf sehen wir halt hier, gut, er hat das Ganze erfolgreich eingebunden. Ja, mich würde jetzt an der Stelle interessieren, was haltet ihr von dem Tool? Findet ihr das Tool sinnvoll oder eher nicht? Schreibt mir das Ganze unten in die Kommentare. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.